Völlig übertriebene Gewalt oder war es wirklich nötig? Security-Einsatz am Münchner Hauptbahnhof. 3 Sicherheitsmitarbeiter knien auf einem Mann, der zuvor eine Frau angerempelt haben soll, und drücken ihre Knie auf seinen Körper, auf seinen Hals. Es sind Bilder, die an George Floyd erinnern, fixieren ihn am Boden. Völlig übertriebene Gewalt oder ein notwendiger Einsatz gegen Randalierer? Der Bahn haben wir diese Frage gestellt, antworten wollten sie aber nicht. Sie knien auf ihm, halten ihm den Mund zu. Diese Aufnahmen stammen vom Münchner Hauptbahnhof. Dort ist eine Kontrolle der Bahnsicherheit eskaliert. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes drücken einen Mann zu Boden, der zuvor eine Mitarbeiterin an der Schulter angerempelt haben soll. Die Aufnahmen zeigen ein heftiges Vorgehen der Security-Mitarbeiter. Ein Mann, ein Slowake, liegt am Boden, wird von den Bahnsheriffs fixiert. Videoaufnahmen zeigen später, der Mann ist unschuldig, hat nichts getan. Ein Polizist zu Bild? Am einfachsten wäre es gewesen, die Beteiligten hätten auf die Bundespolizei gewartet. Dann wäre es vermutlich nicht eskaliert. Kritisch ist es, wenn Druck auf den Hals oder Oberkörper kommt und Mund und Nase zugehalten werden. Das geschah in diesem Fall aber nicht gleichzeitig. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Bahnmitarbeiter aufgenommen. Die Deutsche Bahn wollte sich auf Bildanfrage wegen der laufenden Ermittlungen nicht äußern.